Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft am Gezeitenkreuz. Und ich denke, wir werden jetzt natürlich erstmal die Aufgaben hier hinten fertig machen. Wir haben auf der ganzen Welt Fragezeichen, aber okay. Egal. Aufi-Paufi, so absteigen. Und dann machen wir hier schon mal gleich mit. Und dann machen wir den auch noch. Wollte ich eigentlich sagen. Okay, wir machen ihn nicht tot. Die interessieren sich hier gar nicht für mich. Aha. Was soll ich denn jetzt hier eigentlich? Skelette vernichten. Ja, ja, wollte ich ja fort, hat aber nicht gezählt. Okay, dann holen wir halt den hier. Verkriechende Schatten. Kommt mich holen! Ja, die Schatten. Die Schatten. Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier? Die Fiole ist mit einer zähen, blubbernden Substanz gefüllt. Sie ähnelt stark dem lebenden Schrecken um euch herum. Sie scheint gegen das Gefäß anzukämpfen, als ob sie ausbrechen wollte. Pike wäre sicher an weiteren Proben interessiert. Okay, 20 Proben. Ja, na dann. Wenn es weiter nichts ist, 20 Proben. Och Gottchen, kein Problem. Oh, oh, oh. Da werde ich angeknabbert von hinten. Warum denn das jetzt auf einmal? Das stimmt ja mit euch jetzt nicht. Eben wolltet ihr nicht mit mir spielen. Jetzt kommt ihr ja geschissen. Wir haben ja alle keinen Loot. Ich hasse euch. Hasse euch. So, dann gehen wir eben hier weiter. Mir egal. Was soll ich noch machen? Greifer-Dinger soll ich noch machen? Ich habe gerade keine richtige Ahnung, was ich hier tun soll. Aber ich soll irgendwas tun. Also werde ich es tun. So, das waren da jetzt schon mal Seerufer. Ach, ihr seid Skelette. Ah, okay. Endlich mal ein Skelett, das zählt. Das jetzt? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt mit dem Haken hier was tun? Hä? Moment. Moment, warte mal bitte. Verströmt ein durchbohrendes Licht, das die Magie der Gezeitenweisen auf ihr Ziel leitet. Südlichen Greifer gelöst. Ach. Hier oder was? Gib mal. Mögen die Gezeiten euer verderbtes Fleisch verschlingen. Ah. Es werde Licht, ihr Lieben. Es werde Licht. Aber was ich jetzt da eben mit dieser komischen Fiole gemacht habe, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ja. Schauen wir mal, ne? Was machen denn diese Dinger? Seegleit-Elixier. Hä? Blöd, um das hier zu kapieren. Was denn das? Ach, ermöglicht über Wasser wandeln. Ach so. Okay, ist ja spannend. Warte mal, ich glaube, wir müssten vielleicht mal hier an Bord gucken. Kann das sein? Ich gehe mal hier an Bord gucken. Ganz vorsichtig. Nee, dann doch nicht. Nee, dann gucke ich doch nicht an Bord. Hey, wir können übers Wasser gehen. Nur Tatze leider nicht. Das tut mir leid für dich, mein Freund. Das ist ja schade. Zählt für dich nicht. Naja. Achso, da Tentakel. Aha, da Dingens. Okay, hier. Stirb einfach. So, du als nächstes. Das ist aber auch manchmal kompliziert hier irgendwie. Weiß ich auch nicht. Okay. Aber wir können übers
Wasser laufen. Das ist doch super. Was haben wir denn da für ein Glibberkram? Ach, Gezeitenblut. Ach, das brauche ich auch noch. Na ja, dann. Endlich sehe ich klar. Endlich sehe ich klar. Ja, fein. So, hier. Einmal da drauf. Eure Umarmung wird dieses Schiff nicht länger beschützen. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Oh! Verursachter Schaden erhöht. Oh! Verursachter Schaden erhöht. Okay. Ja, cool. Wir werden hier voll gebufft, ihr Lieben. So, da. Glibberkram und go. Ja. Nehmen wir das hier. Und dann nehme ich mal das hier. Und noch einer. Da, hier, da mach's um. Mach's mal bitte um, Krätze. Du bist gar nicht Krätze. Nein, du bist Tatze. Was haben wir hier schon wieder? Gezeitenblut, alles klar. Okay, 6 von 20. Irgendwo muss diese besagte Truhe. Die Frage, wo ist die kleine Schatztruhe? Hier unten sehe ich kein Glitzikram. Können wir vielleicht doch auf das. Oh, oh, Tag, Tag, Jungs. Hallöchen. Na, ihr ist, wie ist so? Okay. Oh, warte. Das ist hier meine Truhe? Nein, leider nicht. Da ist die Sau versteckt. Boah, wie gemein. Ach, diese scheiß kleinen mistigen Viecher hier. So, habe ich euch. Sehr schön. Das haben wir jetzt schon mal fertig. Da ist noch irgendwo Greifer. Und da hinten schon mal der Verachtete. Oh, der da hinten. Oh, nee. Ich, Mann, hier wollte ich jetzt nicht spielen. Ich wollte mir den Dings da holen. So, ja, nee, looten muss warten. Ich will erstmal hier. Hier will ich erstmal gucken. So, Tatze, go. Den holen wir uns. Hoffentlich. Aber der war schon. Der war schon angeschlagen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber ich hoffe, der ist kein Problem. Mal ein bisschen auf Tatze achten. Aber Tatze geht's gut, ne? Ja, ja, bisschen Betäubung, alles gut. Nichts passiert. Oh, da ist er. Gefallen. Ja, oh, du. Meine Seele wird den Uralten. Schnauze. Piescher Schnauze. So, warte mal, da ist noch. Achso. Da kriege ich wieder einen Buff, den will ich jetzt gerade nicht. Mal, hier konnte ich noch looten. Ach, da hinten ist das Tentakeltier, okay. Dann. Bist du mir auf jeden Fall jetzt erstmal gerade im Weg, mein Freund. Kriechende Schatten, kommt mich holen! Ja, Alter. Ich höre die Stimme, die
Also ob das so gesund ist, wenn man Stimmen hört, mein Freund, das weiß ich ja auch noch nicht. So. Haben wir hier fertig? Haben fertig. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren hier. Muss da irgendwie... Ach komm, ab durch die Mitte. Nicht lang fackeln, Kopf in den Nacken. Nee, es geht anders, der Spruch, ich weiß. Ich weiß. Guten Tag. Hallo. Ich pull mal das ganze Gebiet hier, ne? Kommt ruhig alle hinterher. Ah, hier ist meine Brücke. Ah, alles klar. So, warten Sie es mal bitte ab. Ich will gerade mal hier aus der Aggro so ein bisschen raus. Okay. Aggro weg. Wunderbar. Mögen die Gezeiten euch segnen. So, was bekomme ich denn hier Schickes von dir? 232. Müssen wir mal gucken. So, ja, ich habe Gezeitenblut mitgebracht. Nur für dich, mein Freund. Dieses Gezeitenblut ist mit dunkler Magie durchtränkt. Danke, dass ihr es mir gebracht habt. Das Gezeitenblut wurde erst kürzlich verunreinigt. Sicher kann ich es noch läutern. Ah, es ist instabiler, als ich dachte. Und das bedeutet jetzt genau was? Man weiß es nicht. Okay. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Dank euch haben wir die Lage noch immer unter Kontrolle, aber Samuel wird noch immer vermisst. Samuel ist noch immer irgendwo dort draußen. Wir können ihn einfach nicht im Stich lassen. Wenn er nicht bei den Nebelflutwerken war, muss er sich auf dem Schiff befinden. Ihr müsst ihn finden. Oh, muss ich doch auf das doofe Schiff? Und was willst du jetzt schon wieder? Die Kassier befanden sich mitten unter uns. Sie brachten unbeachtet die Saat ihrer düsteren Meister aus und wir haben nichts davon gemerkt. Nun, da die Barriere um die abgründige Melodie gefallen ist, kann ich hineinblicken. In ihrem Inneren gibt mein Volk sich dem Schatten hin. Nehmt meinen Gezeitenkries. Seine Klinge ist mit geläutertem Gezeitenblut bedeckt. Setzt diesen Unholden und ihren widerwärtigen Ritualen ein Ende. Tötet 15 und unterbrecht 6 Rituale. Okay. Diese Verderbtheit verstößt gegen jeden Spur, den wir als Gezeitenweisen abgelegt haben, unser Volk zu behüten, zu leiten und zu erhalten, unsere Schiffe zu stärken. Das ist pure Dunkelheit und sie muss vollständig ausgelöscht werden. Begebt euch an Bord der abgründigen Melodie und platziert diese Fokusrouten an allen kritischen Stellen. Ich werde das Ritual vorbereiten. Die Strömung leite euch. Dann müssen wir jetzt doch auf das doofe Schiff. Ach, scheiße. Hättet ihr mir doch gleich sagen können. Dumme Säcke. Ja, komm, Tatze. Dann hupfen wir mal da oben drauf. Unterbricht Rituale innerhalb von 20 Metern. Ach so, was hätten wir? Ach so, Buff-Gedöns. Ja, gib mir Buff-Gedöns. Ach so, das war Wasser wandeln. Das brauche ich ja jetzt gerade nicht unbedingt hier auf dem Schiff, aber okay. Was ich habe, habe ich, ne, wahr? Die Saat setzt sich fest. Diese Stimme, die da immer mal auftaucht, so wie eben die Saat setzt sich fest, erinnert mich irgendwie an dieses, an Pandaria, an dieses Schading. Wisst ihr, was ich meine? Was haben wir denn hier oben? Ich weiß nicht, was wir hier oben haben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben wir. Oh, hat sie nicht im Sicht. So, komm, jetzt ist aber... Das Ziel ist aber jetzt sowas von im Sichtfeld hier, Fräulein. Glaubst du gar nicht. So, warte mal, ich roll doch hier jetzt irgendwas. Ach. Oder sowieso. Lauft! Was? Labersch... Oder Haller getötet. Das war ich doch gar nicht. Hey, jetzt hier los. Oh, Willem, mein Freund. Was ist denn mit dir passiert? Das sieht aber nicht gesund aus, hör mal. Willem, gerettet. Das sieht aber irgendwie gerade nicht so aus, als würde ich ihn retten. Ja.
Nee, nach Rettung sieht es weiß Gott gerade nicht aus, ne? Voll der Tentakeltyp hier. Ach, und ich sehe auch irgendwie nicht allzu viel, wenn ich so dicht dran. Ich dachte, ich bin erledigt. Nö, mein Freund, alles gut. Alles wird gut. Ich finde schon raus. Seid vorsichtig. Mach ich. Steig jetzt nur gerade hier nicht durch. Bisschen viel los hier auf dem Schiff gerade, ne? Warte mal. Warten Sie mal. Was ist jetzt hier mit dir? Du glitzerst hier vor dich hin. Muss ich jetzt mit dir noch irgendwas machen? Ach so, Typen in Kreisen und das ist dann das Ritual. Okidoki. Das war das Elixier zum Dingsen. Ich muss aber jetzt hier gerade nicht aufs Wasser gehen. Dann unterbreche ich mal hier die Rituale. Die Sterne fürchten unseren Aufstieg. Nee, das mache ich jetzt erst hier. Ich muss hier was platzieren. So, dann machen wir das hier. Meine Seele für den Uralt. Ach, die greifen mich an. Ah, jetzt verstehe ich das. Achso. Naja, okay. Wenn ihr meint, dass ihr mich hier angreifen müsst, dann müsst ihr das wohl tun. Aber in Ordnung finde ich das jetzt hier gerade nicht. Das ist, ich finde es hier gerade total chaotisch. Weil hier irgendwie so viel zu... da springen meine Tiere über Bord, ihr Lieben. Naja. So, dich muss ich aber auch noch töten, ne? Aber diese Rituale wollen doch alle hier an Bord sein, oder nicht? Ey, jetzt komm da nicht. Bin ich hier nicht rein? Ich wollte doch gerade sagen. Hallo? Jemand zu Hause? Ist ja kein Schwein. Oh, doch, da. Da ist ein Schwein. Ah, hier. Ah, Rituale. Okay, ja, der ist jetzt wieder tot umgefallen, okay. Warte, das Ding hier. Greifst du mich an? Bist du böse? Nein, du stirbst. Okay, warte. Wäre jetzt auch noch einer. Lauft! Lauft! Ich schreit mich dann nicht mal so blöde an. Von der unendlichen Leere. Okay, ja. Ah, es greift an. Ja, komm, Tatze, mach's du. Dankeschön. Ja. Was haben wir hier hinten noch? Ja gut, euch brauche ich auch. Wenn ich ja irgendwas sehen könnte manchmal, ne? Das wäre echt... Das wäre schon hilfreich, ne? Ja, so, warte, hier haben wir auch noch so ein Ding. 3 von 4. Aber hier noch eins. 3 von 4. Oh, super. Hallo. Was ist mit dir? Jetzt häng doch hier nicht. Da war doch gar nichts. Bist du denn da hängen geblieben, du Holzbirne? Hier geht's auch noch runter. Ah, ach, guck mal hier. Ja. Oh, ah. Oh Mann, ey. So, hier Ruhe im Karton. So, was ist hier hinten mit euch? Ah, ist schon tot. Ist schon tot, alles klärchen. Dann werde ich hier mal fröhlich platzieren. Ja. Ja, du Heim.
Ich sehe gerade hier gar nichts mehr. So, da liegt er. Was ist hier hinten jetzt noch? Nichts mehr. Habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe fertig, ihr Lieben. Es erleuchtet hier nichts mehr. Das ist schön. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch mal gucken, dass wir hier irgendwie raus können. Okay. Ja, boah, blöd. So, lasst mich doch einfach mal... Oh, Alter, ey, lasst mich doch einfach mal hier raus. Ihr doofen Spaten. Oh, boah, ich hasse es, wenn sie sich porten. Ihr seid in... Alter, hallo. Ich wollte nur von Bord, ne? Könnt ihr mich einfach mal in Frieden... Nee, könnt ihr nicht, ne? Oh, jetzt steht der wieder da. Und der Heini steht da. Der endlose Schatten heißt mich willkommen. Heißt dich willkommen. Ich hab's gesehen, ja, ja. Will jetzt hier bitte von Bord. So, jetzt möchte ich bitte auf das Mammut. Und dann hier hinten durch. Jetzt bitte schick mich nicht nochmal auf das Schiff. Gut, jeder Tod bringt dieses Tal einen Schritt näher an die Erlösung. Jo, bringen wir es zu Ende. Genau. Oh, irgendwas hat sich verbessert und ist freundlich eingestellt. Die Sturmwacht. Ah, sehr schön. Mein Herz schlägt für das Tal. Ihr habt meinen Kopf wirklich aus der Schlinge gezogen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich halte euch den Rücken frei. Und ihr mir. Ja, wir halten uns den Rücken frei. Ich weiß zwar nicht, was für Schrecken uns erwarten, doch die abgründige Melodie darf niemals ihrer Schwester in den Schrein des Sturms folgen. Wir werden diesen Monstern die Früchte ihrer Arbeit verwehren, indem wir sie mit der Magie verbrennen, die sie verderben wollten. Das Ritual ist bereit, doch wir müssen seine Energie durch etwas kanalisieren. Eure Azerit-verstärkte Rüstung sollte diesen Zweck erfüllen, wenn ihr dazu bereit wärt. Und dann kriege ich eine Blitzkette. Aha, vernichtet die abgründige Melodie. Schlagt euch in den Sturm, damit wir dem ein Ende setzen können. Okay, und wie soll ich das? Muss ich doch mal sagen, wenn ihr bereit seid. Sehe ich nicht. Was soll ich denn jetzt machen mit. Abgründige Melodie vernichtet. Und das soll ich wie tun? Ich habe gerade keine Ahnung. Kauf mal meinen Schnodder bitte. Und reparieren. Nein. Einmal hier komplett reparieren. Dankeschön. Kanalisiert den Zorn des Sturms durch euch, um die abgründige Melodie einzuäschern. Habe ich das jetzt dauerhaft auf mir? Nicht? Okay, warte mal. Gewaltige Stürme der See! Hört meinen Ruf! Zerschmettert dieses unglückselige Schiff und befreit unser Volk. Ah, okay. Ich habe natürlich angenommen, ich muss dahin zu dem Schiff. Aber nein, es brennt schon lichterloh dahinter. Oh mein Gott. So, dann gib mir mal die schicke Blitzkette. Dankeschön. Ein Gewitter zieht auf. Okay. Ich höre. Nicht alle vom Hause Sturmsang sind den dunklen Pfad meines Fürsten gefolgt. Sie wissen nichts von seiner Verdorbenheit, so wie ich nichts davon wusste. Dort drüben, den Hang hinauf, liegt Waisenwall. Es ist der Ort, an dem alle Gezeitenweisen lernen, mit der Macht des Meeres umzugehen. Wir werden auf die Sturmwacht aufbauen und meine zerschmetterte Heimat wieder eins werden lassen. Wir werden alle retten, die gerettet werden möchten. Und der Rest wird untergehen. Greift euch mit Bruder Pike außerhalb von Waisenwall. Okay, mein Freund. Wir sollten angreifen, bevor Lord Sturmsang davon Wind bekommt. Ich bin direkt hinter euch. Wartet nicht auf mich. Okay. Dann tue ich das auch nicht. Ich möchte nämlich mal ganz kurz hier hinten einen Briefkasten
Unter den Wogen. Voll ein Briefkasten. Ein Briefkasten, kein Stuhl. Er kann bereits das Flüstern hören. Ja, er kann bereits das Flüstern hören. Wo ist denn hier der Briefkasten? Ich will mich hier wieder verkaspern. Ich will doch mal gucken, was mir die Dana Pull schon wieder geschrieben hat. Wenn ich denn hier einen Briefkasten finde. Ich weiß leider nicht, das ist so mein Problem. Die Briefkästen der Allianz. Ihr versteht, ich bin ja eher ein Hordler. Und ich finde doch nicht mal diesen beschissenen Briefkasten. Ach, nehmen wir doch den hier. Ach Gottchen. Dana, was? Ein gefiederter Freund? Was ist das? Rodrigo, der Papageienausbilder aus Freihafen, möchte ein paar seiner Vögel an den Mann bringen und ich wollte sowieso meine Palette erweitern. Und so sind wir ins Geschäft gekommen. Ihr solltet mal in meinem Laden vorbeischauen. Alter, hört mal auf, mir irgendeinen Scheiß hier zu verkaufen. Was, Robo-Rüde? Ich habe da etwas entdeckt, das euch gefallen dürfte, direkt aus dem gerosteten Gewölbe. Ihr solltet mal in meinem Laden, Alter. Du und dein Laden, Dana. Ah. Ich habe keine Ahnung, was die Frau hier dauernd von mir will. Das ist doch auch noch was. Spaltenes Haus. Okay, gehen wir da als nächstes hin, ihr Lieben, und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es euch gefallen hat. Däumchen hoch und bis dahin, eure Trin.